So, kleines Update zu den Ofenfischchen. Die sich in ihrer Box hier sehr gut vermehren. Sogar sehr, sehr gut. Der Scherz dahinter ist, Ofenfischchen brauchen so gut wie gar nichts. Man macht denen eine Box, ein bisschen Einstreu rein, ein bisschen was zum Verstecken rein. Eigentlich ist das ein vollkommener Blödsinn. Man tut diese Eierkartons eigentlich nicht bei Heimchen, Heuschrecken, Ofenfischchen etc. rein, damit sie sich verstecken können. Du tust diese Sachen eigentlich rein, weil dann die Tiere mehr Fläche zum Bewegen haben. Das ist eigentlich der Hauptgrund dafür. Jedenfalls macht man das jetzt so rein und das war's. Das ist jetzt nicht übertrieben, das war's. Da gibt's Futter rein, ich gebe denen jetzt zurzeit solche Proteinblöcke, die gibt's bei uns zu kaufen für Vögel, fressen die auch. Katzentrockenfutter, die fressen. Wenn ich jetzt alles aufzählen würde, was die fressen, dann würde die Liste unendlich lang gehen. Wenn ich jetzt mal aufzähle, was diese Tiere fressen, wo die Leute wohl weniger glauben, dass sie fressen. Diese Leute fressen Silikon. Diese Tiere fressen Silikon. Die fressen Plastik an. Die fressen Leim. Die fressen Uhu. Die fressen Tapete, Kleister. Die sind nicht wählerisch. Die fressen die Eierkartons auch, wenn sie sonst nichts zum Fressen kriegen. Aber ich gebe denen meistens Katzentrockenfutter, andere Trockenfuttersorten, Körnereien, dann solche Proteinblöcke und sowas. Und die sind glücklich. Wie man sieht, vermehren sich die wie die Idioten. Ich habe denen letztes Mal ohne Scheiß, und das sage ich jetzt ernsthaft, Zeitung in ich weiß nicht mehr was es war, in irgendwas eingeweicht und hab's denen gegeben und die haben es auch gefressen, weil, keine Ahnung, die fressen eben alles. Pilze mögen die auch sehr gern, Champignons und sowas. Schimmel würden die auch gerne fressen, Silberfischchen lieben Schimmel, gleich wie Asseln, das ist, kommt mir vor, denn in eine Leibspeise. Und dann haben die eben noch, Laub, morsches Holz, fressen die auch. Was Ofenfischchen besonders macht, du brauchst ihnen nichts zu trinken geben. Die absorbieren das bisschen Feuchtigkeit, was sie zum Überleben brauchen, aus dem Futter, das sie fressen, beziehungsweise aus der Luft. Du brauchst ihnen kein Trinken anbieten. Wenn du denen was zum Trinken hinstellst, werden die trinken. Das ist normal. Wenn du Tieren in der Wüste Wasser hinstellst zum Trinken, werden die auch das trinken, auch wenn sie es nicht bräuchten. Das ist bei Tieren so ein Reflex, dass wenn sie Wasser finden, dass sie es trinken. Nur für Tiere, die von Natur aus nicht trinken müssen, sondern die ganze benötigte Flüssigkeit aus ihrer Nahrung oder sonst wie erzeugen, wenn die trinken, passiert eines. Die pissen bis zum geht nicht mehr, weil dieses extrem überflüssige Wasser auch irgendwie wieder raus müssen. Und dann brunzen die wie die Weltmeister. Das habe ich einmal gemacht bei ein paar, die ich extra gesetzt habe. Ich glaube, die wären verstorben. Die haben, glaube ich, mehr Wasser rausgepisst, als sie vorhin getrunken haben. Und was Ofenfischchen auch noch brauchen, ist mindestens irgendwo einen Fleck, der 30 Grad hat oder mehr. Weil sonst schlüpfen die Eier nicht. Und dann entwickeln sie es. Einerseits die erwachsenen Tiere oder die Jungtiere entwickeln sich nicht richtig oder viel langsamer und Eier schlüpfen erst bei 30 Grad aufwärts. Das ist in Anführungszeichen der einzige Nachteil. Andererseits ist es der Vorteil, dass wenn diese Tiere mal auskommen, in einem normalen Haus vermehren sich die normalerweise nicht. Wenn die nicht gerade irgendwo an der Heizung entlang ihre Eier legen oder so.
kann da nicht viel passieren. Ich mag die ja hauptsächlich auch, weil sie extrem stylisch ausschauen. Sind eben verwandt mit den Silberfischschirren, die meisten Leute kennen. Die sind auch extrem einfach zum Halten. Das Einzige ist halt, Silberfischschirren brauchen einen Haufen Feuchtigkeit. Und mit Ameisenfischschirren, und Ameisenfischschirren leben in Ameisennestern, hauptsächlich Messua-Kolonien, und die sind golden. Mein Ding, wie sie 30 Grad bekommen, ist ganz simpel. Die haben keinen Heizstein, eine Heizmatte oder sonst was. Na, die steht da oben und von der Heizlampe, die da unten heizt, strahlt Hitze. Das ist heiß, 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 sowieso da hoch. Dann steht das oben drauf und dann haben die auch ihre 30 Grad, die sie brauchen. Aber naja, das war's auch erstmal von hier und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.